Joachim Löw hat sich in den letzten Tagen viel anhören müssen. Nach der Partie gegen Algerien gab es kaum einen Mannschaftsteil, der nicht kritisiert wurde. Aber die öffentliche Meinung kümmert den Bundestrainer ohnehin wenig. Schließlich hat er den Grund ausgemacht für die schwachen Auftritte gegen Ghana, die USA und Algerien. Das sind Mannschaften, die haben erstmal gar nichts zu verlieren und die haben eigentlich nur zu gewinnen. Das macht es eigentlich dann auch manchmal nicht ganz so einfach, weil diese Mannschaften dann alles reinwerfen. Für sie ist das Spiel irgendwie ihres Lebens und das ist natürlich auch manchmal dann psychologisch gesehen für die Kleine so ein bisschen ein Vorteil. Diese Spiele musst du gewinnen. Und wir haben, was unsere Leistung betrifft, noch nicht die allerbeste Leistung abgerufen. Löw nimmt seine Mannschaft in Schutz. Für das Frankreich-Spiel sei er aber zuversichtlich. Deutschland werde, Zitat, unter die letzten vier kommen. Punkt. Ein selbstbewusstes Statement, das nach seiner Logik nur nachvollziehbar ist. Denn mit Frankreich wartet der erste Mitfavorit auf die DFB-Elf. Eine Mannschaft also, die etwas zu verlieren hat. Umso besser für den Bundestrainer, dass Mats Hummels trotz seiner Erkältung rechtzeitig fit sein wird. So wie die übrigen kränkelnden Kollegen. Ein bisschen Erkältung ist immer noch vorhanden bei einigen Spielern, aber es hat sich jetzt nicht so ausgewirkt, dass das irgendwie ein Gefühl der Müdigkeit gibt. Pläne zur Aufstellung wollte Löw übrigens nicht verraten. In Sachen Philipp Lahm sagte er nur so viel: Es gibt nie Entscheidungen, die für ewig zementiert sind.